Wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, erfahren wir jetzt aus erster Hand. Ja, also wir haben ganz viele zahlreiche Projekte im Bereich Wirtschaftsbildung laufen. Wir sind da auch Partner beim Projekt Wirtschaftsbildung mit der Wirtschaftskammer gemeinsam. Es geht darum, dass man schon in frühen Jahren anfängt, Kinder und Jugendliche in das Thema Finanzen, wie werde ich Herr oder Frau über meine eigenen Finanzen, wie kann ich mich, wie funktioniert ein Wirtschaftssystem etc., dass man das einfach schon in frühen Jahren auch unter jungen Kindern streut, dass da das Wissen einfach breit wird, weil es dann einfach auch ein Zukunftsthema ist. Also gerade im Bereich Frauen ist es wahrscheinlich noch ein größeres Zukunftsthema. Wie setze ich mich mit meinen eigenen Finanzen auseinander? Auch das Thema Berufswahl ist dann wahrscheinlich ein Thema. Also es gibt ja Lebenseinkommensprofile, die kann man sich für verschiedene Berufsgruppen anschauen, dann weiß man auch ungefähr, worauf man hinsteuert. Und da gibt es auf jeden Fall ganz viel Bedarf, dass man da ein bisschen breiter aufklärt, schon in jungen Jahren. Wir Österreicher werden immer älter, immer mehr Österreicher werden immer älter. Es ist ein enormer Bedarf da für Seniorenwohnen. Wir schauen uns auch immer wieder den Markt an und haben aktuell identifiziert einen Bedarf von 80.000 Seniorenwohnungen, die gebraucht werden. Bis 2030 soll das sogar auf 100.000 steigen. Also es ist einfach ein relevantes und berechtigtes Thema, mit dem man sich auseinandersetzen soll, finde ich. Und ja, es hat Berechtigung und insofern auch natürlich in dieses Thema zu investieren. Aber früh beginnen und sich mit diesem Thema beschäftigen, weil, wie gesagt, in der Pension verarmen ganz, ganz viele Frauen, ja, und das ist schon sehr prekär, auch wie sich das in Österreich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie viele Frauen sich jetzt nicht einmal mehr Heizung, Essen und allgemeine Dinge des Lebens leisten können. Und deswegen ist es wichtig, auch was du gesagt hast, eben früh sich diversifiziert mit Sparen zu beschäftigen. Bin ich das überhaupt wert? Ist mein Produkt, ist meine Dienstleistung es wert? Dementsprechend von Anfang an, und dazu dient ja unter anderem das Netzwerk von Frauen der Wirtschaft, Sparringpartner suchen, hineingehen in das Netzwerk, denn neben all den Aufgaben, die die Wirtschaftskammer macht, die das Netzwerk Frauen der Wirtschaft macht, steht dieses sich austauschen im Vordergrund. Und umso wichtiger ist es mir, eins zu sagen, was ich glaube, wir alle Frauen repräsentieren, und zwar, das ist das Wort Mut. Und den Mut, sich selbstständig zu machen, hat natürlich auch sehr viel zu tun mit Mut, hinauszugehen und seinen Wert auch zu bepreisen.